Servus Leute, zurück zu Let's Play Against the Storm. Wir haben das letzte Mal Sierra gegründet. Die erste Siedlung im neuen Zyklus. Und es war überraschend aufregend, was da passiert ist. Weil eigentlich dachte ich, wir haben keine Chance. Aber wir haben es am Ende dann gerissen. So, wir haben hier unten jetzt ein böses Ereignis aufgedeckt. Wir haben auch wegen der Siedlung den Bonus einmal bekommen, dass wir weiter reisen können. Wir könnten jetzt hier durchrushen nach dort unten. Wäre auch interessant, vielleicht will ich den Punkt, dann kriegen wir mehr Zitadellenressourcen am Ende des Zyklus. Aber was ich auf jeden Fall haben möchte, ist ein neues Gebiet. Scharlachroter Obstgarten waren wir noch gar nicht. Und hier ist ein positives Ereignis. Das ist auch mal was Neues oder beziehungsweise was Schönes. Nämlich der Wachturm ermöglicht, dass die Feindseligkeit durch neu entdeckte Gebiete nicht steigt. Das macht es deutlich leichter, würde ich mal behaupten. Dementsprechend nehmen wir das. Ich habe auch einen neuen weiteren Vorlaufspunkt bekommen, was sehr gut ist, finde ich. Ein weiterer Vorlaufspunkt ist gern gesehen. Und ja, hier gibt es Steine in diesem Gebiet, das ist schon mal gut. Wir haben Getreide in diesem Gebiet, das ist schon mal gut. Wir haben hier anstatt Kohle haben wir Seemark als Brennmittel. Hier gibt es Kupfererz, ja. Wir haben ja letztes Mal durch Werkzeug gewonnen, also ohne Werkzeug hätten wir keine Chance. Wir hätten zum Glück eine Werkzeugproduktion. Hier die Bäume können auch Kupfer und Pigment und Pflanzenfasern beinhalten. Sehr gut, also Leder sozusagen kann produziert werden, beziehungsweise Stoff kann produziert werden, Kupfer, also Kupfer. Werkzeuge können produziert werden durch Kupfer. Wenn wir eine Schmelze, haben wir überhaupt schon mal Schmelze? Hatte glaube ich noch nie eine Schmelze, oder? Und Pigment ist auch für manche Sachen nützlich. Schilf, Stoffe sozusagen und für andere, für Baumaterialien. Schilf ist relativ gut verwendbar für viele Sachen. Für manche Sachen sogar, wo ich überrascht bin, dass man es dafür verwenden kann. Stein ist natürlich nützlich, besonders um Sachen aufzubrechen. Beeren für Nahrung, Wurzeln für Nahrung und Eier mit Nahrung, Kräuter. Könnte man vielleicht Tee machen und sowas. Badehaus. Wir haben hier noch was Besonderes anderes, nämlich den königlichen Archäologen. Das ist eine Besonderheit von diesem scharlachroten Gebiet. Ein Archäologenbüro haben wir in dieser Map. Und hier kann man Ausgrabungsgegenstände finden. Vielleicht ist es eine weitere Möglichkeit, die Königin zu befriedigen. Wer weiß. Vielleicht mag sie es. Wir kriegen hier extra Nahrung durch dieses Gebäude, was ich sehr gut finde, weil jetzt aktuell brauche ich erst Nahrung, bevor ich die anderen Ressourcen brauche. Die Grundsachen bei den Upgrades brauchen viel Nahrung. Deswegen ein weiterer Grund, das zu nehmen. Und was ich auch sehr gut finde, ist eigentlich Menschen und Harpien in Kombination, weil Menschen brauchen Kekse, Kuchen, Mäntel. Harpien brauchen Kekse, Kuchen, Mäntel. Also, die haben drei übereinstimmende Präferenzen. Und naja, wir müssen wieder hoffen, dass wir eine Möglichkeit haben, Kekse, Kuchen und Mäntel herzustellen. Darauf müssen wir gehen. Wenn wir es nicht bekommen, müssen wir wieder auf Werkzeug gehen. Das ist so die Herangehensweise. Ich habe noch kurz überlegt, vielleicht gehen wir auch hier rauf, aber ganz ehrlich, nee. Wobei, wenn nicht jetzt, theoretisch spät, wenn nicht jetzt, wann dann, wollte ich gerade sagen, aber theoretisch später können wir es auch jederzeit machen. Dachte gerade, das ist jetzt hier im echten Leben, diese Sonne, nee. Wir nehmen in dieser Mission, wir haben da, wir kriegen 10, haben wir damit, nehmen wir noch zusätzlich? Ja, wir nehmen noch zusätzliche. Wir nehmen noch, zum Start nehmen wir, haben Stein hier theoretisch. Zum Start nehmen wir noch mehr Stein. Stein ist gut, da können wir halt gleich am Anfang irgendwelche Sachen aufbrechen. Und wir nehmen, ja, die Wurzeln und die Eier noch zusätzlich. Ich habe gerade kurz überlegt, das Holz, aber nee, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon so hin. Und dann ziehen wir los. Im Schutz des Wachturms diesmal. Sollte gut werden, weil ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie viel Negatives es beim letzten Mal gab. Vielleicht können wir mit dem Archäologenbüro irgendwas Sinnvolles machen. Was gibt es erst für positive Sachen? Neues Wachstum. Nach dem Sturm wachsen Pflanzen ausgewogen schnell nach. Alle Gebäude, die Nährboden nutzen, produzieren werden Nieselrings. Oh ja, bräuchten wir bloß Nährboden.
Das wird uns, hat das Holz in dieser Region viel leichter gemacht. Holzwerke können während des Nieselsregen mehr betragen. Okay, in der Frühlingszeit. Urfeuerstör brennen 40%. Zum Glück opfere ich nichts bisher. Saurer Regen zersetzt langsam alle Metallgegenstände bei der Produktion von Kupfer und Kohle. Das ist schlecht. Das wäre Werkzeug zum Beispiel. Ätzender Regen ist eklig, aber das ist ja bloß temporär. Einige Waren scheinen auf Mysterio. Das ist auch schlecht. Das Doppelmenge, wenn sie die Feindseligkeitsstufe. Das ist auch schlecht. Das war auch beim letzten Mal, habe ich immer nicht so wirklich mitbekommen, ob es oder wie und was. Okay, wir haben Wurzeln, wir haben Stein, sonst haben wir gar nichts. Wir haben hier kleinere Gebiete, hier kleinere Gebiete, hier ist ein kleineres Gebiet, hier sind zwei kleinere Gebiete. Der Wald sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Schauen wir mal, was für Rezepte wir bekommen. Räucherei. Mäntel und Pigment. Wir haben noch Echsen dazu. Das bedeutet, Dörrfleisch ist wichtig. Dörrfleisch ist für zwei wichtig. Und es... gibt es hier Fleischproduktion? Na, Insekten, aber Fleisch irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Die sind jetzt gar nicht so gut hier. Ja, ich glaube, der Handwerker ist ganz brauchbar. So, was gibt's noch? Gemischtwarenladen ist nicht schlecht. Kohle, Fässer, das ist nicht nützlich. Gemischtwarenlager ist ganz nützlich. Mehl. Und dann hier... Ja, der Tischler, der hat sich als wunderbare Quelle... Lederarbeiter für Stoff... Aber der Tischler hat sich als wunderbare Hilfsquelle für Werkzeuge etabliert. Okay. Was macht das? Ein Gebäude, das dir hilft, die Vergangenheit zu studieren, kann verbessert werden, um archäologische Entdeckungen zu machen oder die Erkundungsfähigkeit der Siedlung zu verbessern. Aha. Keine Ahnung, was das bedeutet. Machen wir vielleicht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Aber erstmal müssen wir ein paar Gebiete erkunden. Und da wir in dieser Mission keinen Malus bekommen fürs Erkunden, können wir diesmal ein bisschen forcierter erkunden. Das ist geil. Das ist eigentlich richtig geil. Wir haben keinen Nährboden. Nährboden wird sehr wichtig. Wir haben eine Mehlproduktion, deswegen brauchen wir dann auch noch einen Bäcker am Ende. Wir brauchen etwas, was sammeln kann. Wurzeln sammeln kann. Und wir haben hier Steine. Die hätte ich auch gerne. So, Steinmetzlager, ja, kostet Ressourcen. Sammler. Wurzeln hier. So, und als nächstes noch Behausung. Wir brauchen... wir brauchen normale Behausung erstmal. 1, 2, 3, 4. Das ist noch nicht ausreichend. 1, 2, 3. Damit haben wir auf jeden Fall genügend Behausung für die nächste Zeit. Okay, let's go. Beschleunigung. Und... Forcierung. Wartet, hier wird, glaube ich, gemacht. Hier. Und hier. Biber haben wir diesmal nicht, deswegen... Ja, schade. Aber wir haben jede Menge Leute, deswegen... Let's go! Wir wollen das jetzt erstmal noch nicht steigern, so großartig, deswegen... Warten wir erstmal ein bisschen. Die Pizza natürlich um für jede 25% plus 1. Gibt es hier Pilz? Pilze. Kann ich hier Pilze von den Bäumen bekommen? Warum kann ich nicht immer bei den Bäumen schauen? Manchmal sehe ich was, manchmal nicht. Was so ein Baum geben kann. Da, jetzt. Pigmentfasern, extra Holz, ah ja. Da können keine Pilze rausspringen, da können keine Pilze rausspringen, da können auch keine Pilze rausspringen. Also Pilzproduktion ist erstmal
nicht das Beste. Sie ist da drin. Mhm. Also ich habe keine garantierte Pilzproduktion. Erhalte 10 je produzierte eingelegte Nahrung. Ja, das ist schlecht. Von 6 Handelswaren erhältst du Bernstein. Das ist auch nicht gut. Ah, vielleicht gibt es ja über irgendwelche Wege Pilze, dann ist das dann doch gut. So, hier ein paar... Sammler brauche ich hier. Ich brauche hier Sammler. Und die sind doch gut im Sammeln, genau. Und hier auch. So ist's fein. Feini. So, was gibt's zu tun? Missionsziel haben wir schon erfüllt. Geil. Kräutersammler. Verbessertes Lager. Pilze, Beeren, Kräuter. Ist halt ein geschenkter Auftrag. Ach, hier gibt's Werkzeug. Oh, das ist wichtig. Das ist super wichtig. Wege herstellen und dafür kriegen wir ein Entwässerungsgraben. Was? Entwässerungsgraben? Achso, okay. Erntelager habe ich keins, aber das wäre weniger ein Problem, eins herzustellen. Muss mal kurz schauen, was so ein Erntelager kostet. Erntelager. Das kostet 3 Teile. Wobei. Kann ja vielleicht irgendwann von Nutzen sein. Vielleicht. Schilf, glaube ich, habe ich ja gesehen, gibt es irgendwo. Also von daher. Ja, dann ist das der Auftrag, den wir gerne machen. Die Wege, ja, nee. Das Steinmetzlager habe ich schon. Und zu guter Letzt, wer die Harpienentschlossenheit, werde ich auf jeden Fall hin... Oh, Echsen könnte ich auch bekommen. Echsen... Ah, wir haben kein Fleisch. Wen kriege ich leichter hin? Wahrscheinlich die Harpien. Ich würde mich gern darauf fokussieren, dass die klappen. Die Jahre machen höchstens dann einen negativen Effekt, aber nicht die weiteren Lichtungen. Das ist jetzt gut. Okay, alles, was wir gerade zur Verfügung haben, wird genutzt. Ja, es läuft. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was uns das Spiel noch gibt. Nährboden wäre mega. Gut, ich habe aber keine Farm. Regenpunk, Bohrer, Kräuterknoten, Wurzeln. Und Kräuter. Nicht so überwältigend. Regenpunkbohrer. Oh ja. Das ist etwas, was ich... Wobei, was bohrt er aus? Kupferarte. Nee, ich nehme gerne das Werkzeug. Und die Rohre. Eine Echse. Wir haben leider noch nicht wirklich Ressourcen zum Traden. Sonst würde ich ja gerne... Das Zeug könnte man eigentlich vertraden. Das benutze ich nie. Aber ansonsten... Steine? Naja. Nicht sehr viel. Schade, der hat ein paar interessante Ressourcen, aber sonst nichts. Das ist eine Niete gewesen. Getreide gibt's hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Über wen kann ich das sammeln? Über das Nahrungssammlerlager dort oben. Jawohl. Gut, wir brauchen auch kein Getreide zwingend so auf die Art, weil wir können es ja auch so bekommen. Kann man den abbauen? Kann man den angreifen? Kann man den irgendwie loswerden? Wir müssen aggressiv jetzt durch den Wald durch.
wenn es keine negativen Effekte gibt, müssen wir es eiskalt ausnutzen. Ja, es gibt keine negativen Effekte. Das ist geil. Ich würde fast behaupten, das ist geil. So. Da durchjagen. Hier seid ihr auch durchgekommen. Wir müssen jetzt ein Gebiet nach dem anderen. Wir müssen so viele Möglichkeiten. Wir müssen diesen positiven Effekt so eiskalt ausnutzen wie nur möglich. Und so schnell wie möglich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter vorrücken. Wir brauchen mehr Informationen über die Zutaten, die wir hier in der Nähe bekommen können, aus denen wir was Gutes machen können. Die Ungeduld der Königin steigt, das ist alles in Ordnung. Erntelager muss ich bloß bauen. Harpien Entschlossenheit, oh, die ist jetzt schon relativ hoch. Weil wir Dörrfleisch haben. Ah, das ist ja dann gleich wieder weg. Genau, das ja, ich bräuchte so ein provisorisches Lager. Primitiver Werkbank meine ich natürlich. Da kann ich ein paar Rohstoffe für höherwertige Sachen herstellen. Das braucht man leider. Ja. Okay. Ein paar Leute. Oder Geld. Gib mir denn was zu essen oder send mir sie zur Zitadelle. Wollen wir zwei... Ja, ich glaube, gerade Leute könnten wir gebrauchen. Das beschleunigt alles. Wurzeln kriegen wir, deswegen... Jupp. Oh ja, einen Nährboden haben wir. Gut. Wir haben halt bloß noch nichts, was wir mit dem Nährboden anstellen können. Aber das ist gut. Wir können direkt weiter. Direkt dort unten weitermachen. Und zur nächsten kleinen. So. Das ist eigentlich geil, wenn man nicht bestraft wird durchs weiter Vorrücken. Hier haben wir weitere Steinvorkommen. Sehr gut. Okay, wir brauchen Stoff, wir brauchen... Jawohl, wir brauchen Stein, wir brauchen Lehm, wir brauchen Holz. Okay. Was war das gerade für ein Geräusch? Dieses... Irgendwas fertig abgebaut oder sowas? Der Sturm stört bisher noch keinen. Das ist gut. Arbeitet also schnell weiter. Schön fleißig weiterarbeiten. Schade, dass wir das haben. Kupfer und Schilf. Ja, kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen. Dann einfach hier... Ja. Buddeln uns einfach hier durch. Wir brauchen einfach mehr Stuff. Und dann wird sich hier durchgegraben. Zur nächsten. Du hattest... Nein, du bist noch dabei. Sehr gut. So kriegen wir ein Gebiet nach dem anderen. Dort oben wären auch noch drei juicy Gebiete. Eigentlich hätte ich gerne noch mehr Holzfäller, muss ich zugeben. Aber es macht schon einen Riesenunterschied, wenn man nicht durch Lichtungen... Ey, das ist echt. Damit hebelt man so viel aus. Wachturm. Mega geiles Ereignis. Auf der Karte. Könnte man gerne mehr haben. Tja, die Jahre müssen durch die Ungeduld ein bisschen ausgebremst werden. Die Jahre. 22 pro Jahr. Ungeduld. Die Königin. Was für Essen haben wir? Wir haben Insekten, kriegen wir von irgendwoher.
Wenn ihr mir muss er zunächst geben. Wenn du diesen Grund fällst, ist sämtlich gelagert. Brennstoff. Ah, das war das. Ich hoffe, das Werkzeug ist nicht mit dabei. Weil das nehme ich jetzt. Ja, gut. Ja, wenig Brennholz, aber dafür gibt es jetzt auf Dauer mehr. Nährboden. Sehr gut. Ein kleiner Lagerplatz. Da könnte man noch mehr Leute bekommen. Oder diesmal nehmen wir Geld. Ich brauche ein bisschen Geld zum Handeln. Und mehr Nährboden. Geil. Ich brauche mehr Leute. Mehr Leute welcher Art? Echsen sind ganz nett. Bretter sind ganz nett. Teile sind auch ganz nett. Ja, pushen wir ein bisschen die Echsen. Behausungstechnisch haben wir alles. Gut. So ein Schilfsammler könnten wir gebrauchen. Schilffeld, das ist Erntelager, jawohl. Das war doch auch... Genau, das brauchen wir sowieso. Okay, die haben auch wieder ein Lager gefunden. Können noch ein Lager theoretisch finden. Und danach gehen sie nach Norden. So, Holz muss ein bisschen mehr gesammelt werden, genau. Passt. Wir haben hier Dörrfleisch. Ist schlecht, weil wir haben keine... Doch, wir können Dörrfleisch aus auch Insekten herstellen. Haben wir irgendeine sichere Quelle von Insekten? Was kommt hier? Da kommen keine Insekten. Oh, du hast nichts zu tun. Das ist katastrophal, natürlich. Wo hab ich... Erinnert irgendwo... Da. Hier können Insekten rausspringen, weil das ist halt minimal. Hier können Wurzeln und Lehm rausspringen. Wir kann Wurzeln können Kräuter rausspringen. Aus Eiern können kann Fleisch rausspringen. Eier da, wo Fleisch drin ist. Okay. Wenig Brennstoff, ja, arbeitet mal. Müsst mal was daran ändern. So, ein was haben wir schon erledigt. Das wäre, wir kämen da Sachen, die wir gerade nicht brauchen. Okay, dann lassen wir das. Heben wir das uns auf, falls wir mal das bremsen müssen. Stattdessen... Was wollte ich da jetzt? Wollte ich das mit dem Dörrfleisch? Das kriegen wir schon irgendwann hin. Das kriegen wir schon irgendwann hin. Das ist halt tricky. Echsenentschlossenheit. Okay. Dörrfleisch. Ja, toll. Zwei Lichtungen finden. Das ist die Echsenentschlossenheit. Puh. Wir haben halt kein Fleisch. Das ist das Problem. Eingelegte Nahrung. Können die gebrauchen, aber sonst niemand. Ah. Das wird jetzt tricky, dass ich halt voll auf die Entschlossenheiten gehe. Ah, ich sollte vielleicht doch das schon ja. Wir haben gerade... Jetzt kommt der Sommer als nächstes, das ist okay. Ja, aber ich brauche jetzt... Ich brauche jetzt mal... Entwürfe brauche ich. Ich brauche Lösungen. Fleisch. Kleinfarm. Jawohl. Getreide. Das ist mega. Das ist mega. Du bist im Weg. Achso, du bist gerade noch abgetragen. Aber dann ist das mega. Megalodon. Dann haben wir Getreide und mit Getreide können wir vieles anstellen.
Das wollen wir auch alles haben. Geil. Okay, Getreide haben wir. Mit Getreide können wir irgendwelche Pakete schnüren. Was ja auch gut ist. Okay, Menschen. Haben wir Menschen übrig? Jawohl. Ich präferiere Getreide. Ah ja, das ist abgebaut. Genial. Oh, was haben wir denn hier? Einen goldenen Hirsch. Der will mich forcieren, dass ich da in dieses Gebiet reingehe. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich habe im Moment keine Möglichkeiten, da irgendwas zu bewirken. Wir haben sehr viel Holz. Vielleicht habe ich doch eine Lösung parat, sobald ich einen Handelsposten fertig habe. Puh, dadurch, dass hier alles klein ist. Vielleicht machen wir doch was. Das kann halt fatal werden, wenn ich da durchgehe und ich das nicht lösen kann. Aber why not? Da. Ich weiß bloß nicht, ob ich es schaffe. Muss ich zugeben. Das weiß ich nicht. Schatzhirsch ist in der Nähe. Das wäre geil, wenn wir den Schatzhirsch schaffen würden. Warte, da sind sie noch am Wickeln. Werkeln, Bauarbeiter 3 Stück. Passiert noch überall alles. Händlerlager, wichtig. Dringend benötigt. Das ist gut. Wir brauchen sowieso ein bisschen nee, das schaffen wir nicht. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Nee, das schaffen wir nicht. Nee, machen wir den ursprünglichen Plan. Nach oben und dort die kleinen Gebiete auch noch erkunden. Geh mal da hoch. Dahin, dahin und dahin würde ich gerne. Dann haben wir sowieso jede Menge böse Gebiete. Ah, hier ist was passiert. Was haben wir? Schwarzer Schattenhirsch. Schwarzer Schatzhirsch. Okay. Auch da kommt. Wobei, hier könnten wir schon eher durchkommen. Und wir haben hier noch mehr Nährboden. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Nährboden durch Bauen kaputt mache. Muss ich zugeben? Weiß ich nicht. So, hier ein bisschen durchhacken. Das brauchen wir dann nicht. Und dann, wenn sie das schaffen würden, wäre das geil. Beeren. Hallo. Händler. Hallo. Hallo. Oh ja, Fleischspieße. Moment, Fleischspieße. Noch Dörrfleisch. Dörrfleisch hat er auch. Echsenentschlossenheit. Harpienentschlossenheit. Kekse? Ja, hat er auch. Ich kann also mit den ganzen Ressourcen, die er zur Verfügung hat, kann ich die Entschlossenheit einmal pushen. Kekse brauchen Mist. Auch die Menschen nehmen Kekse gerne an. Wir haben Fleischspieße. Nicht Fleischspieße. Ja, wobei, doch Fleischspieße brauche ich auch. Doch, Fleisch brauche ich auch. Wir haben Kupfererz übrig. Das könnte doch was wert sein, oder? Nein, es ist nicht wert. Wir haben Wurzeln.
Behalten wir mal ein bisschen Kupfererz und geben lieber ein paar Wurzeln mehr ab. Bedürfnis nach Dörfleisch erfüllt. Brauchen wir bloß 8. Wer ist das? Das sind die beiden. Die brauchen jeweils für 2 Ladungen, würde ich sagen, 16. Da brauchen wir ein bisschen mehr Dörfleisch. 16, 21, 22. Dann hätten sie jeweils 2 Ladungen. Dafür brauche ich von den Fleischspießen. Für die 3 Bewohner hier nur so viel. Nehmen wir einfach mal zur Sicherheit noch mehr. Dann Harpienentschlossenheit durch Dörrfleisch und den Kuchen. Das brauchen die 8. Und die werden wahrscheinlich, dann haben wir da 15, brauchen wir eigentlich mehr. Durch die Kekse brauche ich mal 30. Das ist ein bisschen heftig. Wir haben zum Glück jede Menge Wurzeln. Tut weh, aber damit schaffen wir unsere Quests vorzeitig. Matimo, hey. Dappo. Ernsthaft, dann... Keiner. Ah, das ist doch Mist. Schlechter Zeitpunkt. Äußerst schlechter Zeitpunkt. Aber die Bedürfnisse und Entschlossenheitssachen sollte ich dadurch hinbekommen. Ich brauche mehr Menschen. Wo sind denn Menschen übrig? Bestimmt bei Holzfällern, oder? Irgendwo habe ich da volle Holzfäller mit Menschen gemacht. Hier. Und tatsächlich, die dürfen beides herstellen. Aber auch das schaffe ich noch in der Geschwindigkeit. Ich probiere es zumindest. Jawohl. Jetzt steigert euch mal schneller und dann... Hä? Warum ist dann Plus? Belastend. Die haben, glaube ich, schon was abgesnackt. So, jetzt kann jeder wieder konsumieren. Wobei, die Menschen nicht. Die Menschen, was würden die denn konsumieren? Die dürfen das nicht konsumieren, die dürfen das nicht konsumieren. Die Kekse sind eigentlich das Gefährlichste, das dürfen sie auch nicht konsumieren. So, hältst du Dörrfleisch für Kuchen? Oh, Getreidelieferung. Lehm, auch nicht schlecht. Ach, das ist beides geil. 3 Getreide pro Minute. Aber ich brauche eine Möglichkeit, Kuchen herzustellen. Ganz dringend. Ganz dringend. Nach der Mission, wenn wir sie geschafft haben, kann ich ja freischalten, dass ich bei den Rezepten dann eine mehr zur Auswahl habe. Dann hoffe ich, kriege ich einen Bäcker. Relativ häufiger. Getreidelieferung brauche ich irgendwie nicht. Lehmlieferung auch nicht. Das mit dem Dörrfleisch wäre schon geil. Punkt. Das mit dem Dörrfleisch wäre schon geil, wenn ich den Kuchen produzieren könnte. Ja, mit Getreide und Lehm kann ich natürlich auch Sachen herstellen. Ach, wisst ihr was? Wir machen die Lehmlieferkette. Ja, die Lehmlieferkette, weil dann habe ich da zuverlässig immer... Dann habe ich zuverlässig hier immer Ziegelproduktion. Rohre weiß ich gar nicht, für was die gut sind. Bedürfnis nach Dörrfleisch. Moment, dürfen die irgendwas nicht? Die dürfen doch alles. Jawohl, die werden jetzt gerade glücklich gemacht. Glückliche Echsen haben wir geschafft. Geil.
Und wir kriegen neue Leute. Die Echsen sind ja schon abgeschlossen. Warten wir mal kurz. Harpienentschlossenheit und das Dörffleisch jetzt noch. Wenn die Minute um ist, dann... Ah, hier haben wir es auch schon wieder vermasselt. Also geh nach oben lieber. Und bau hier durch. Hier haben wir was Neues. Oh ja. Oh ja. Das ist juicy. Seemarkvorkommen und Kräuterknoten. Das ist ja eher was. Der Fleischbedürfnis ist erfüllt, ist immer noch erfüllt und das und sie boosten gerade die Reputation. Das ist auch gut. Naja, viel ist es nicht an Boost. Ja, auch das erfüllt. Geil. Okay, wenn 4 Leute, Werkzeug, geil. Unterkünfte. Müssen wir bauen. So. Da haben wir jetzt einiges erfüllt. Das ist doch nicht schlecht. Was brauchen wir denn dringend? Brauchen wir irgendwas dringend? Wir haben hier Fleisch und dann könnten wir... Haben wir denn schon eine... Habe ich das schon bekommen? Ich habe ja noch die ganzen Teile hier noch gar nicht. Mehl, Proviantpaket, blablabla. Mäntel, ja, Stoff hätten wir. Bretter brauchen wir. Also gleich mal einen Tischler bauen. Die machen irgendwie alles, aber auch irgendwie nichts. Stoff wird hergestellt. Die Bretter brauchen wir dann hier nicht mehr. Ziegel können wir als Handelsware oder besser als Paketware nehmen. Okay, was können wir sonst noch machen? Paketware, habe ich ja gesagt. Ruinen wieder aufbauen oder ausschlachten. Zerstörte Gebäude im Wald wieder aufbauen oder ausschlachten. Das kriegen wir hin. Oh, da kriegen wir auch viel davon. Das finde ich gut. Und Proviantpaket müssen wir sowieso herstellen, wenn wir handeln wollen. Handeln wollen wir irgendwann. Lichtungen finden. Oh, da kriegen wir einiges. Oder, da bin ich ja auch jetzt dabei, oder? Nicht der Tischler, aber irgendein anderes Gebäude, das kann's ja. Genau, der Handwerker kann das. Dann erfüllen wir das eigentlich auch. Gut. Weil das finde ich besser. Ja, plus 2 auf die Mantelproduktion ist super. Müssen wir halt kurz unterbrechen. Müssen wir erst ein bisschen Kleidung produzieren, bevor wir das... Aber das auch Lederproduktion... Kriege ich irgendwo Leder her? Ich weiß es gar nicht. Das wäre auch machbar, aber das mache ich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schatz, schön und gut. Bringt mir nichts. Die Entschlossenheit wird weiterhin ein bisschen geboostet. Das finde ich super. So. Die 2 kleinen Orte noch und dann sind wir eigentlich fertig mit dem Ganzen. Bretter brauchen wir und dann hätte ich gerne irgendwann Werkzeuge. Das wäre natürlich auch geil, wenn wir davon irgendwas hätten. Luxusgüter kann man gut verkaufen. Aber Bretter. Bretter ist nicht schlecht. Kann ich hier die rausnehmen? Einer reicht dort. Okay, Bretter werden jetzt gut produziert. Das ist schön. Jawohl, das ist sehr schön, dass der Bretter jetzt ordentlich produziert wird. Holz haben wir jede Menge, weil ich da den einen Booster einmal geholt habe. Ich kriege ja doppeltes Holz. Oder mehr Holz jetzt jedes Mal. Ich müsste eigentlich... Ich hätte gern alles. Ich würde gern alle Ressourcen auf einmal sehen. Zum Beispiel, wie viel Getreide habe ich? Das sehe ich ja gar nicht. Ich hätte gerne...
Ich hätte gerne einen Handwerker. Verschieben wir dich einfach mal ein Stückchen zur Seite. Das hört sich doch... Da. Wollte gerade sagen, das hört sich doch nach Ereignis. Ja, nichts Besonderes. Durch die Nährbodenfelder brauchen wir kein Getreide mehr. Das wäre ganz nett. Verringert die Feindseligkeit, wäre super nett. Aber, ganz ehrlich, oh ja, geil. Na, das ist doch super, super nett. Go for it. Frutra. Das sind sehr juicy Zutaten. Und Handelswaren, theoretisch. Apropos, dauert noch ein bisschen, bis der nächste kommt. Alles klar, alles klar. Alles gut, alles gut. Das ist sehr angenehm, wenn wir durchrushen können. Durch die Lande. Das ist wirklich sehr angenehm. Hier unten sind noch mehrere Gebiete, die ich auch erkunden könnte. Warum nicht? Warum nicht? Weil das ist ja jetzt fertig. Du könntest jetzt dadurch... Nö. Wir haben keinen Stress mit kleinen Knoten. Deswegen kann ich mir so viele gönnen wie möglich. Das dort oben will ich dann nicht haben. Jawohl. Lange Laufwege leider, aber ja. Irgendwann tot muss man ja sterben. Das ist böse, dass eine verbotene Lichtung direkt neben mir ist. Aber vielleicht nehme ich die als erstes. Die ist recht nah und auch groß von der Fläche her. Was haben wir hier Feines? Oh ja, sehr gut. Endlich, oh, endlich mal. Endlich mal was, um die Königin zufriedenzustellen. Das ist schön. Und Wurzeln, naja. Nicht der Hammer, aber auch nicht verkehrt. Ihr habt nichts mehr zu tun. Das sollte... Getreide braucht man nicht. Wurzeln ist ganz nett. Ja, sammelt mal die Wurzeln hier. Ich brauche Personen. Wo arbeiten zu viele Personen? Sind nicht viele Personen. Das ist auch notwendig. Beim Steinmetz. Der ist nicht mehr zwingend so notwendig. Okay. Aber hier sollte jemand von den... von denen arbeiten. Deswegen tauschen wir mal hier aus und dann darfst du hier arbeiten. Das macht dich nämlich glücklich. Pigment. Jawohl. Nee, nicht Insekten. Aus Kupfer ist Pigment herstellen. Das ist... das können wir für irgendwas nutzen. Fässer brauchen wir hingegen gar nicht. Ja. Und Bedürfnis nach Kleidung erfüllt. Kleidung darf erstmal keiner tragen. Macht sie zwar generell unglücklich, aber ich muss erstmal ein bisschen Kleidung produzieren, bevor wir sie nutzen können. Wunderbar. Haben wir ein halb? Nein, 1,48 ist ja unglaublich, weil dann hätte ich das da forciert. Da können wir ein paar Werkzeuge machen, wenn wir das abgebaut haben. Da können hier Werkzeuge produziert werden. Das wird geil. Und Regenmäntel werden jetzt auch produziert. Na, erstmal macht sie Pigment. Na toll. Ach, ich könnte ja eigentlich, das könnte ich auch machen natürlich, aber da, genau, ich habe da nichts. Ich habe noch nicht genügend Ressourcen im Überfluss. Ich kann aber, wo ist es? Ja, Aufträge abschließen. Ich brauche mehr von euch. Behausung ist alles in Ordnung. Rezept? Keks und Fleischspieße. Kekse wäre schon mal eine Möglichkeit. Kekse brauchen die Fleischspieße. Die Dörrfleischspieße. Bräuchte ich. Kekse. Pigment habe ich schon. Auch da ist die Auswahl wieder bescheiden.
Aber ja, das sind beides zwei Sachen, die ich nicht habe. Aus Insekten könnte ich Fleischspieße herstellen. Moment, Mehlproduktion habe ich noch nicht. Die habe ich nur noch nicht gebaut, oder? Genau, ich habe es noch nicht gebaut. Muss ich leider mal machen. Und ich brauche Stoff. Vielleicht hat die Stoff. Die könnte Stoff dabei haben, tatsächlich. Ich brauche jetzt dringend Stoffe. Hier vielleicht irgendwas? Dampfkocher oder Ringwasser, einige können einfach nicht aufhören zu arbeiten. Für jede Produktion von 10 Brettern erhältst du Fässer. Ja. Oder wir nehmen. Ja, ich sehe schon eins jetzt. Geschützter Handel. Dann wird Handel in der Zukunft besser. Tja, das mit dem Fleisch. Mit dem Fleisch könnte man was anstellen. Dörrfleischproduktion hochschrauben. Aber wir haben noch gar nicht hier das Dörrfleischgebäude, oder? Haben wir es überhaupt? Sieht schlecht aus, oder? Ja, sieht schlecht aus. Eier könnte ich sammeln. Ich kriege erst noch Leute. Oder hier kriege ich ja auch Leute. Oh, das ist... das kann sehr schnell eskalieren, befürchte ich. Ufter-Ufter-Ufter-Tetere. Wenn zu viele auf einmal ankommen, dann warten wir doch lieber mal ab, wenn... Ja, das dauert noch einige Zeit. Ja, aber das andere kann ich auf jeden Fall annehmen. Will ich das annehmen? Eigentlich will ich, dass die Ungeduld wegen zunimmt. Aber ich brauche Rezepte. Rezepte brauche ich. Deswegen, das nehme ich auf jeden Fall an. Gut. Druidenhütte. Nee, Bretter. Nee. Boah, das ist so underwhelming, was man hier bekommt. Bier. Ja. Nee, weißt du was? Bretter sind geil, aber... Bretter habe ich jetzt schon. Kann ich da einfach rerollen? Ich brauche da was anderes. Das ist ja alles Mist. Hier nehmen wir mal eingelegte Nahrung. Ist vielleicht eine Option. Das mögen doch welche da. Eingelegte Nahrung und... Oh, mehr nicht. Schade. Aber 8 gibt's da. Befriedigung von einem für eingelegte Nahrung ist... zumindest eine Option. Aber wir brauchen Stoff. Ich hoffe so... Ich habe so Hoffnung auf die... Das Problem... Ja, auf die. Stoff? Kein Stoff dabei! Oh, das kannst du mir nicht antun. Hier, ich hätte uralte Tafeln für dich. Das nimmst du sogar gerne. Werkzeug. Moment, kann man das Schilf auch Stoff machen? Ja, genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass das... Ja, genau, das Schilf kann ich auch Stoff machen. Das Problem ist nicht, dass ich keine Quellen habe für Stoff. Das Problem ist... Die Stoffproduktion ist zu niedrig. Weil hier zu viel verbraucht wird. Müssen wir mal kurz die ausschalten. Wir brauchen Stoff. Aber Schilf wäre eine Option. Schilf produziere ich aber allerdings selbst. Deswegen. Die Tafeln will ich jetzt vielleicht auch erstmal behalten, weil wer weiß, was man für die Tafeln machen könnte. Habe ich irgendwas Wertvolles? Ich habe jede Menge Holz. Holz habe ich tatsächlich in ausreichender Menge. Da kann man ein bisschen was verkaufen. Holz ist wirklich gut. Da bin ich gut aufgestellt. Auch Getreide, glaube ich, läuft eigentlich ganz gut. Stein läuft eigentlich ganz gut. Die Ziegeln, dachte ich mir auch, sind doch zum Verkaufen ganz gut geeignet. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ein Satz für jede Produktion von Bier wird Wein produziert. Alle Gebäude wird um 10 erhöht. Oha. Das hört sich gar nicht mal blöd an. 10 mehr Lager. Ich hätte gerne ein paar Werkzeuge. Ich könnte mir 8 Werkzeuge leisten. Okay. Yes. Wird ganz abgebaut. Dass die keinen Stoff hatte, was? Das tat weh. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen warten, bis Stoff produziert wurde. Moment, ich brauche. Ah, ich brauche eigentlich Schilf. Die hat ja Schilf. Dann gib mir mal Schilf. Müssen halt doch die Sachen weg. Also was kann man noch das herstellen? Nix sonst. Okay. So kann Stoff hergestellt werden. Archäologische Entdeckung. Oha. Diese Phase ist vor. Das antike Skelett muss ausgegraben werden. Say what? Naja, wenn ihr was ausgraben wollt, dann go for it. Wow. Wow, 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 wow. Ausschlachten. Schaut euch das an. Das ist ja noch viel. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das hört sich geil an. Wir haben noch keinen dieses Architekturzeugs-Dingsbums gebaut. Kochhaus, Menschenhaus, blablabla. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Regenbogen. Archäologiebüro. Da, das da. Das muss nirgends speziell hin, dann klatscht mir das. Ah, nirgends Platz. Doch, da. Ja, gib mir Stoff. Bist ja immer noch da. Und das ist immer noch kein Stoff. Das ist interessant. Was auch immer das sein wird. Dort unten sind noch Gebiete. Ich überlege nämlich gerade, wo können die Holzfäller noch Gebiet erschließen, was noch ohne Konsequenzen ist. Wo ich nicht dringend etwas benötige. Hier drüben. Dauert zwar ein bisschen, bis sie da durch sind, aber in der Theorie kommen sie da durch. Oh, das dauert ganz schön, bis sie da durch sind. Das ist kein Quick Win. Da, das habe ich direkt gesehen. Habe ich direkt gesehen. Wo? Oh, dort oben. Oh, dort oben haben wir mehrere Sachen. Ja, und ich kann sogar. Ich kann sie sogar so hinbauen, dass sie beides abgraben können. Er. Ist ja bloß einer. Erst soll dieses Architekturteil gebaut werden. Wird noch irgendwohin Stoff verwendet? Weil wir brauchen ja irgendwo noch. Ah, perfekt. Jawohl. Jawohl. Aus Getreide Lehm herstellen. Aus die. Ja, genau, diese Pakete brauchen wir. Aus allem, was man finden kann. Außer Insekten. Na, Fleisch soll auch nicht verbrannt werden. Keiner mag das. Na gut. Neue Leute. Ja, wir brauchen neue Leute tatsächlich. Euer mehr Fleisch. Warum nicht? Gönnen wir uns. Fleisch ist Mangelware. Habe ich wirklich keine einzige Möglichkeit, Dörrfleisch herzustellen? Scheinbar. So, was passiert hier? Das wird jetzt interessant. Archäologiebüro. Stufe 1. Enthüllt den Standort der am wenigsten weit entfernten archäologischen Entdeckung. In wie man Gefahren fertig werden kann. Je zwei. Der Siedlung wird 10% erhöht. Geben das je 2 Uhr in den Lagerhäusern können alle Arbeiter 3 zusätzliche Gegenstände tragen. Okay. Wähle ein Upgrade. Muss ich.
wird dann hier sozusagen ein Upgrade durchgeführt. Und ich krieg sowas. Das probieren wir doch einfach. Das sie. Ja. Das sind große Knoten, oder? Ne, Kräuterknoten, klein. Hm. Kupfer haben wir auch noch keins gesammelt. Da müsste ich mal eine Mine hinbauen. Eine Mine, 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 Mine. Wo? Da. Das Kupfer bauen. Das kann ich für Pigment verwenden zum Beispiel. Wir brauchen jetzt keine Stoffe mehr, theoretisch. Genau, für Pigment kann ich es hier verwenden. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen ja auch so Pakete irgendwann. Wurzeln sind ein paar dort oben. Wir brauchen eigentlich noch eine Farm mit Essen. Eine Keksproduktion. Hm. Glückliche Echsen habe ich hier erfüllt. Wir müssen mal auf größere Gebiete zugehen. Ja, ich... Baumaterial in Paketen brauche ich auch mal langsam. Aber erstmal neue Aufträge. Was machen wir? Handelswege abschließen. Ich glaube, das ist leichter als das da. Aber das ist... Wenn wir das geschafft haben, ist das nicht mehr notwendig. Das ist schon interessanter, aber das ist auch interessant. Das nehmen wir. Handelswege. Ich muss handeln. 16 Menschen, das ist kein Thema. Eine Ranch als Rezept. Oh, Fleischspieße. Damit hätten die Leute erstmal was zu tun. Ich habe im Moment noch keine Proviantpakete. Machen wir das. 16 Menschen werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Und schließen wir das mal ab. Hier haben wir was Feines. So von allem etwas. Sehr gut, sehr gut. Finde ich nicht schlecht. Rein ins Getümmel. Hier gibt es viel zu suchen. Nährboden, jede Menge da. Wir haben Obdachlose. Das ist nicht gut. Wir haben Bretter. Wir haben auch jede Menge Holz. Aber wir machen ein großes Haus. Ein neues Rezept. Ah, davon kann ich halt gar nichts gebrauchen. Ich gehe noch nicht auf solche Sachen. Ich kann noch nicht solche Sachen gut regeln. Wir haben weder das noch das. Wir haben keine Produktion von den beiden. Wir haben auch hier keine Produktion zur Verfügung. Ah, das ist lästig. Irgendwo eine Luxusware, die ich produzieren kann, so nebenbei. Jawohl, 20 Stück schon. Irgendwo eine Luxusware, die ich produzieren könnte. Nee, das sind alles bloß einfache Gebäude hier. Achso, das muss ich noch upgraden. Oder wie? Ich muss da eins aussuchen, oder wie? Na gut, wir können ja erstmal das aufgraben. Ah, das ist ja belastend. Nee, ja, gut, wir müssen jetzt mal auf die großen Orte gehen dann bald. Es wird jetzt gleich... Der Donner sagt, es wird gleich wieder ungemütlich und danach gehen wir mal auf die wichtigen Sachen im Leben. Was wäre... Keine Ahnung. Mäntel sind gleich fertig. Jawohl. Ja, die sind unzufrieden, weil keine Mäntel da sind. Habe ich irgendwie
deswegen. Trotzdem uncool, dass sie unzufrieden sind. Gut, bei denen wird ein bisschen mit den Mänteln jetzt dagegen gehalten, aber bei denen nicht.